Ja, hallo, ich bin hier am Circular Quay in Sydney und hier fahren viele Fähren ab. Die fahren durch die ganze Bay und so weiter und vor allem hin hier in Sydney. Und ich fahre hier jetzt nach Watson Bay. Ich zeige euch das jetzt gleich noch auf der Landkarte hier. Und außerdem zeige ich euch das Top-Up-Verfahren hier in Sydney. Man hat hier nämlich eine Opel Card. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist eine Opel Card. Opel Card. Und mit dieser Karte kann man auch mit den Fähren fahren. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das funktioniert. Hier ist also sehr informativ aufgelistet, wie die Fähren hier jetzt so fahren. Und hier sieht man Manly zum Beispiel, Fähre 3, also auf Warft 3 fährt ab. Und Watson Bay kommt hier, zweite von unten, auf Warft 2 um 10.51 Uhr. Es ist 10.35 Uhr. Heute ist übrigens Montag, der 19. Dezember müsste es heute, glaube ich, sein. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es schon vergessen. Jetzt hier gehen wir mal weiter zur Map. Die ist also hier. Und hier sieht man im Überblick die ganzen Fähren in Sydney. Gehen wir mal hier so rum. Und da sieht man nämlich, wo ich hinfahre. Ich fahre zur Watson Bay. Gehen wir mal zurück, wo ich starte. Ich starte hier bei Circular Quay. Da bin ich. Und fahre hier hin. Und hier geht es dann eben rein, wenn man eben rein geht. Da gehe ich dann also rein und da kommt auch schon die Fähre. Ich habe noch 20 Minuten Zeit, kaufe mir jetzt noch einen schönen Kaffee und fahre dann nach Watson Bay und melde mich von dort aus nochmal. Danke, ciao.